meine Damen und Herren, hier ist für Sie Jens Knosalla bei 17 Meter als sich selbst. In einer der geilsten Game-Shows. Und wir gucken uns den Spaß jetzt an. Film ab! Wehe, jemand motzt über mein Aussehen, bleibt. Eine Frage. Ein Buzzer. Und dazwischen liegen... Es wird peinlich, ich weiß es! Meter. Hier sind Glashäufer Umlauf und Joko Winterscheid. Hör auf! Bei uns ist tatsächlich so, dass wir Aufgaben haben. 2000. Ja, da werdet ihr mal mehr vom Köpfchen her gefordert. 10, glaube ich. Aufgaben sein, wo wir mal ein bisschen mehr eure Kräfte messen man wollen. Sieht's doch ganz auch. Wichtig für euch zur Erkenntnis. Es war auch für Joko Winterscheid und Glashäufer Umlauf eine der ersten Shows auf ProSieben. Man sieht's auch an der Unsicherheit von, ich sag Joachim zu ihm. Ich habe ihn auch Joachim genannt. Ich werde euch zwischendrin ein paar Stories erzählen, was da abgegangen ist. Ich kann euch nicht alles erzählen. Besonders nicht das, was nach der Sendung war. Hallo, ich bin der Marc, bin 32, arbeite im Eventmanagement-Bereich und ich bin heute mit dabei, weil ich auf verrückte Sachen stehe. Woo! Ich sag dir, der Typ schreibt mir heute noch. Ich glaube, ohne Scheiß, der Typ schreibt mir heute noch. Glaube homosexuell. Wir waren auch zwischendrin, zwischen den Runden waren wir immer oben in der Umkleidekabine und konnten so Playstation spielen. Der Marc, so hieß er, hat er ja gerade, ich weiß, erinnere mich, Marc, sich immer neben mich gesetzt. Ich kann das wirklich mit meinem Gewissen ganz, ganz schwer verantworten, ja, dass man diese Menschen so lachend in die Kettensäge laufen lässt. Ja? Die Leute, die ihr euch merken solltet, die stehen hier bitte und sagt nichts Schlimmes, Junge, bitte. Hallo, ich bin Christoph, 26 Jahre alt und ich bin Sportstudent, der heute um sein Leben rennt. Christoph, der heutzutage, und ich grüße dich, wahrscheinlich hier wieder zuschaut, von mir alles verfolgt, mir einmal in der Woche eine Instagram-Nachricht schickt. Christoph, ich grüße dich. Ich bin Jens, 23 Jahre, Forderungsmanager. Ich brauche die Kohle. I love money! 25.000 Euro für den Sieger von 17 Metern. Das Tor auf! Es ist sehr offensichtlich, was zu tun ist. Hier unten geht's los, da oben steht der Buzzer. Ihr rennt hoch. Alles kapisch? Ja. Was? Und wer dachte, ihr könnt da mit Schuhen hochrennen, der hat sich geschnitten. Ja. Wir haben noch so schöne, ich sage mal, keine Anti-Rutschsocken, sondern Rutschsocken für euch rausgeholt, damit auch wir was davon haben, ja? Du kriegst Hinweise auf einen Begriff, musst den Begriff erraten. Guck mal, das Shirt an Made of Money. Guck mal ihn an, den Elvis. Was will der Elvis? Pass auf, Junge. Immer schick in Schale. Keine Ahnung. Großer Auftritt beim Mauerfall. Woher? Erst grün. Dann gelb, dann braun. Elvis rennt. Oh, und hier geht's direkt. Ich geh mal nach unten. Auf Plantagen. Ich höre dieses verdammte Publikum so. Markus, Markus. Ich stehe da und denk mir, was für krummes... Was für Plantage, was für Mauerfall. Meine Mutter, der war... Siehst du, der weiß wieder nichts, sagte zu meinem Vater. Heft. Guck mich an. Ah, guck mal. Hier. Ja, aber... Ich glaube, es wird sich hier entscheiden... Jens! Komm, Jens! Jens, lass los, Jens! Psst. Diese Frau, die ihr rechts seht, wir haben uns ja vor der Sendung da kennengelernt. Ich bin die Iris, sagt sie zu mir. Ich bin die Iris, sag ich, jo, ich bin der Jens. Ich komme aus Rastatt, sagt sie. Sag was? Ich bin Trainerin, Fitnesstrainerin im verdammten Gymnasium. Gymnasium ist bei uns ein Fitnesscenter, kostet 70 Euro im Monat. Ich was? Aus meinem Ort damals, Fitnesstrainerin. Lass los, Jens! Jens, komm! So, und da haben wir Jens, der bei Hinweis 6 losgelaufen ist. Hinweis 6 war krummes Ding im Obstgeschäft. Banane! Oder? Warum wird denn heute mal alles 2-3 Mal gesagt? Ja? Es gibt trotzdem nur einen richtigen Punkt, aber den hast du dir verdient, Jens. Jens! Was ist denn hier los? Ja, Jens, jetzt ist alles gut. Klar, ich hoffe, du bist nicht müde, wenn ich mich hier in Sicherheit bringe, ja? Ja, also, Jens, schön, dass du in meinem, freue ich mich. Wir gucken mal auf die Grafik. Guck mal hier, Jens, schau dir das mal an. Du bist tatsächlich sicher eine Runde weiter und hast es geschafft und musst die nächsten Spiele in der ersten Runde nicht über dich ergehen lassen. Du kannst gerne schwarz zurücklehnen, ja? Hör auf! Da war er noch, der ganz witzige Kobold. In dem Banane, ja? Winterscheid, hör hin! Zu dem Moment war er noch der ganz Lustige, ja? Hör euch mal sagen. Guck mal, wie er, Banane. Aber als
nach der zweiten, dritten Pause, diese Aufzeichnung, das war keine Live-Show bei ProSieben, das war eine Aufzeichnung von 14 Stunden, weil diese verdammten Praktikanten jedes Mal die 17 Meter umbauen mussten, die armen Schweine. Praktikanten! Meinst du, dass der Winterscheid einmal mit anlangt? Und nach der zweiten, dritten Runde ist meiner Mutter der Kragen geplatzt. Die hatte eh keinen Bock auf den Typen, der war neu bei ProSieben, der kotzt mich an. Meine Mutter, es ist gerade Unterbrechung, ich bin oben in der Kabine, meine Mutter ausgeflippt. Ist kein Witz, meine Mutter. Immer nur Witze auf meinen Sohn! Weil der Winterscheid immer in der Pause auch. Gleich kommt der Jens wieder. Dann kommt der Jens wieder. Meine Mutter, jetzt reicht's. Meine Mutter, du kommst jetzt hierher. Jedes Mal, siehst du, die ganzen Leute hier, findest du das witzig? Und man musste mich, und ich erzähle euch, es ist kein Witz, man musste mich aus der Kabine holen, weil meine Mutter hat Feuer gespuckt. Und ich bin dann runtergekommen aus der Kabine und hab gesagt, Mutter. Und der Winterscheid hat schon zu meiner Mutter, hat gesagt, sag ihr mal was. Frau, ehrlich, im ganzen Studio die allerbeste Frau, natürlich meine Freundin auch. Aber wenn ich meine Mutter da sehe, wie sie da vorne dirigiert wieder, das habe ich von ihr, wie sie vorne dirigiert. Sag mal, bei Dirk sieht's aus, wie wenn er im Rollstuhl sitzt, aber er sitzt einfach nur auf dem Stuhl. Sie ist wirklich, meine Mutter am Dirigieren, erklärt allen, so ist es, so läuft's hier ab. Okay. Rechteckige Bauklötten. Okay, will mal wissen, ob's jemand weiß. Immer der Letzte, vor dem Ersten, alle 4 Jahre, die Nummer 366, Megaparty am Brandenburger Tor, dann gibt's Dinner for One, guten Tag für gute Worte, Böller und Raketen, 31.12. Ich glaube, das kann man lösen, man kann es lösen. Dinner for One. Uwe! Neuer. Damit ist dann... Nein! Aber nahe für Sabine, sie kann sich jetzt alle Zeit der Welt lassen. Nein! Der echte Flying Uwe hat ihm die Karriere weggeschnappt. Das sind Geschichten, die wisst ihr gar nicht. Ich weiß nicht, ob Uwe das weiß. Uwe, wenn du hier heute zuschaust, im letzten Stream warst du. Er ist wirklich... Uwe hat seinen Platz eingenommen im Big Brother. Ist kein Witz. Und dann hat Uwes Karriere gestartet. Jetzt komm ich! Team, ich weiß gar nicht... Wenn ich jetzt am wenigsten häufig anschauen soll, denn irgendeiner geht ja eh gleich. Aber 3 bleiben über und das finde ich eigentlich ganz gut. Das ist goldrichtig. Nur nochmal für euch zur Erinnerung und auch für Sie zu Hause. Das Prozedere ändert sich ein wenig. Wir werden dieses Spiel, was jetzt gleich da kommt, so lange spielen, bis einer ausgeschieden ist. Verstanden? Ich sag euch, wenn ihr jetzt das Tor seht, ist es unglaublich, was ihr jetzt hinter dem Tor seht. Das weiß ich noch, diesen Moment. Vergesse ich nicht. Das Tor ging auf und ich habe nur... Wenn sie mich zeigen würden, ich... In mir... bricht eine Welt zusammen. Meine Mutter auch gleich. So. Scheiße. 25.000, ganze Familie eh kein Geld. Meine Mutter. Scheiße. So, weiß ich noch. Oh, war krass, ey. Ja. Ich sag mal so, ihr müsst einfach nur probieren, diese 17 Meter zu überbrücken. Merkt euch den richtigen Begriff. Sagt ihn mir, nachdem ihr den Buzzer erreicht habt. Und tretet jetzt mal vor zu den Pulten. Alles Weitere erklärt sich von selber. Bildet einen Großteil von Europa. Der König! Zerfällt in 100 Einzelteile. 16 von 27 haben ihn. Ich weiß es! Lässt seit 2002 die Kasse klingeln. Alle sind relativ gleichzeitig gestartet. Aber nicht in Großbritannien. Ich will nichts Dummes jetzt lesen, bei dem, was ihr jetzt seht. Ich will, dass ihr Respekt schreibt. Was, ja, jetzt kommt, möchte ich Respekt hören. Tanien. Ersetzt Escudo und Drachme. Haben wir alle im Portemonnaie. Lüste die D-Mark ab. Ja, das ist eigentlich eine ganz interessante Technik, ja. Ganz links außen. So. Der Christoph hier liegt aber ganz schön vor. Ja, er hat schon die Mittelstation jetzt erreicht. Ich glaube, wir haben hier für den ersten Durchgang bereits jemanden die anderen ruhig am Buzzer. Das Strategie war doch nicht schlecht. Ich glaube, es ist der Euro. Der Euro. Du Wahnsinn. Entspannt zurücklehnen. Ja, Wahnsinn. Und ich muss nochmal. Hier sind eure 8 Hinweise. In England, der Zapfenstreich.
Auch Ötzi hatte welche. Weiß ich nicht mehr. Weiß ich nicht mehr. Geht unter die Haut. Ritueller Körperschmuck. Ja! David Beckham steht drauf. Klar weißt du das, Junge! Auch bei Knackis. Bleib beliebt auch bei Knackis, da war alles klar. Mit Nadel und Farbe. Jetzt reicht's mir. Arschgeweih. Ich find's ein relativ kompliziertes Rätsel, wenn man nicht bis zum Ende schaut. Jens? Sind alle relativ früh losgelaufen. Ich finde es auch ziemlich kompliziert, muss man sagen. Bumm! Jens und Markus, eigentlich mit ähnlicher Technik. Ich glaube, der Vorteil könnte jetzt sein, dass die Reifen schon ein bisschen schwingen. Kann man den Schwung aus der Vorrunde vielleicht mitnutzen und muss nicht mehr ganz so viel Energie auf den ersten Reifen aufwenden. Ja, zumindest in dem Bereich, in dem man schwingen konnte. Genau. Viele sind ja gar nicht über die Mitte hinausgekommen. Aber Markus hat hier jetzt ziemlich gut vorgelegt und hat seinen Vorsprung etwas ausgebaut. Das ist an wie ein Affe! Reifen Nummer 4. Reifen Nummer 5 kommt direkt, also er scheint genau diesen Lerneffekt tatsächlich der Lerneffekt zu spüren. Ja, also zu wissen, ich habe keinen Schwung drin, Klaas! Vielleicht komm! Iris tatsächlich ihre eigene Technik entwickelt hat. Es ist ja auch ein bisschen so die körperlichen Gegebenheiten, also der eine kann besser mit dem linken Bein, der andere wieder mit dem rechten Bein. Und ich sag euch, es ist anstrengend wie Sau, ja, Unterhosen, ja. Es ist anstrengend wie die Sau, ich kann's euch sagen, ey. Und das Schlimme ist, wenn du das zweite Mal rein musst. Yes! Ja, sehr gut. Sehr, sehr. Tätowierung. Tätowierung. Iris, ich muss dir sagen, sehr gut aufgeholt und das noch belohnt mit diesem Sieg. Ja, Iris, dich werden wir definitiv sehen in der dritten Runde. Das heißt, ich muss nochmal da rein. Ich habe mir nur gedacht, leck mich am Arsch. Klaas, halt deinen Rand. Ihr seht das auch. Ich habe keinen Grund, da irgendwie Witze zu machen gerade. Geht mir alles auf den Sack. Schreit gern mal rum. Lösung Knossi. Immer leicht bekleidet. Knossi, immer noch Knossi. Lord Greystoke. Knossi, König, Lord. Musical von Phil Collins. Hab's. Jens als erster, Markus steht und noch wie, davor. Wie damals, weiß ich heute, weiß ich heute. Alexander Klaas. Klar, was rauskommt. Hat's jemand? Keiner von euch so schnell wie ich. Keiner so schnell wie ich. Vielen Dank, Chanel Checker. Hängt an Jane und Eliane. So viel Vorsprung vor dem Dicken. Guck mal, wie viel Vorsprung. Ich habe so viel Vorsprung. Kann. Muss. Jens ist fleischgewordener Ehrgeiz. Guck mal, wie ich kämpfe. So, Jens, komm. Aber auch Markus, jetzt sind sie wieder. Die Fans sind da. Ja, Jens hat einen kleinen Vorteil. Im Publikum. Markus kämpfen. Komm, Markus, kämpfen. Schwung mitnehmen. Schluss, das bringt natürlich nichts. Nein! Einfach rüber, egal. Scheiß aufs Mikro. Wenn er da jetzt runterfällt, dann ist alles vorbei. Ah! It was at this moment that he knew. He fucked up. Ah! 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 Das meinte ich. Komm, Markus. So. Jens, zurück zum Start. Sofort weiter kämpfen. So, genau. Renn, Junge. Ja, renn. Also man muss. Guck mal jetzt Markus, mich an. Der Dicke ist vorne. Wo ich die Power hernehme, ich Markus weiß es nicht. Hängt hier leider. Wenn du was willst. Stelle. Der fünfte Reifen ist sein Angstgegner in diesem Spiel. Es geht um 25.000 Euro. Jetzt komm. Guck mal, die Fans! Publikumsliebling! Jens, komm, komm, komm! Merkt ihr denn die Wende bei Winterscheid? Jens, komm, komm, komm! Der AED, ich bin nicht in seinem Team! Jens, komm, komm, komm! Aber auch Markus probiert jetzt eine andere Technik, komm, die mir komm ganz schlüssig ist. Du schaffst es! Komm! 25.000 Euro warten hier auf dich! Ah! Yes! Oh, jetzt ist meine Hose gerissen, Mann. Ja! Ja! Na Jens, wer hat da gerade gesagt, das geht nicht? Guck mal, guck mal! Studio abgerissen, egal! Scheiße! Es geht doch, Jens! Jens, erstmal noch die Antwort. Hinweis 4, Musical von Phil Collins. Ja, was ist die richtige Antwort? Tarzan, verdammte Scheiße! Tarzan, die letzten beiden Worte würde ich jetzt einfach mal so um drauf geben, aber Tarzan war richtig. Jens, du hast geschafft, sehr gut gekämpft, sehr, sehr, sehr gut. Du hast hier deinen Platz in der dritten Runde redlich verdient. Aber auch Markus hat... Bitte schön. Bitte bring was Gescheites, Winterscheid! Ganz schlimmes Spiel. Ihr müsst mit dem Luftstrom des Föhns diesen leichten Tischtennisball aufrechterhalten und ganz am Schluss in ein Gefäß
platzieren. Piste. Geht einen Schritt nach vorne. Junge, ich bin doch kein filigraner Künstler. Ich male doch keine Bilder. Ich bastel nichts aus Pappmaché. Da sitzt sie. In ihrer vollen Pracht. Und der Vater. Vater und Mutter. Vater, das ist... Meine Eltern, das sind sie, die haben mich gezeugt. Irgendwann hat dieser Mann die Frau bestiegen. Irgendwann, vor 32 Jahren, hat dieser Mann die Frau bestiegen. So, hier kommen eure 8 Hinweise. Los geht's. Hochwasserhosen. Der ist nicht sauber, der Alte. Mach Peter. Letztens schmeiße ich meine Kleider weg, geht der nochmal die Beutel durch. Oh, das kann man aber noch tragen. Hau ab. Und Maria benannt. Achtung, los geht's. Hat eine Platte. Nach Peter und Maria benannt, hat eine Platte. Mitraten! Weltkulturerbe. Steht im Bahnhofsviertel. Großes Schiff direkt am Rhein. Und Christoph? Rund 157 Meter hoch. Deutschlands berühmteste Kirche. Ah ja. Wenn ich das Spiel sehe, kriege ich Albträume. Dieser Knopf, es gibt keinen akkubetriebenen Föhn. Die haben da irgendwie eine Batterie dran geschraubt und der bläst keine Heißluft. Dieser Knopf war so dünn. Ein ganz dünner Knopf, den du so drücken musst wie ein Berserker. Genau. Jens, nicht anfangen zu schielen, ne? Jens kommt hier an und hat einen grauen Star. Das wäre auch ein sehr gutes Spiel für Klaas. Man muss ihn nämlich mit heißer Luft auskennen. Jetzt das Achtung! Das tatsächlich, wenn der Erste gleich umgreift. Kommt, spannend, spannend! Am Netz. Halt durch! Du müsst durch das Netz hindurch. Halt! Jetzt wird's spannend. Ja, aber jetzt kommt der... Wie übel will man das ist. Was macht man zuerst? Wie übel ist denn das? Durch das Netz klettern. Aber Jens sollte vielleicht mal umgreifen. Oder einfach nochmal von vorne anfangen, jetzt weiß man ja, wie es geht. Und nach dem Satz habe ich habe ich angefangen zu glühen innerlich. Guck mal, wie schwer das aber ist. Das ist echt nicht. Wenn ich das heute sehe, da hinten komme ich, dass ich das heute sehe, wenn ich das heute sehe, denke ich, Wahnsinn. Das ist unglaublich, das ist unglaublich. Wunder. Ich weiß es immer noch. Und auch Jens ist im Spiel. Champignon und Pfifferling. Komm, Junge. Konzentrier dich. Alle im Badezimmer üben morgen früh. Jawohl. Mach das nach. Mach das mal. Probier das mal. Und wir müssen super. Uns erstmal umarmen, weil ich das so gehört. Aber Jens, verlieren ist bei uns nicht bitter. Wir schenken dir einen Gutschein für Udo Weiß. Danke. Du hast dich wirklich tapfer geschlagen. Mal einen Riesenapplaus für Jens, bitte, wirklich. Sehr gut. Du bist dran verzweifelt, aber du hast gekämpft und darum geht's dir. Wir schauen mal kurz auf die Grafik. Den Gutschein habe ich bis heute nicht gekriegt, Winterscheid. Bis heute habe ich den Gutschein für Udo Walz nicht gekriegt. ProSieben, an die Verantwortlichen. Ich will meinen Gutschein haben. Der Fußball ist deine Antwort. Ja. Und meinst du, die ist 25.000 Euro wert? Ja! Ja! Christoph hat gewonnen, mein Team! Glückwunsch, Junge! Christoph, mit dem habe ich heute noch Kontakt. Heute noch Kontakt mit dem Jungen. Nice. Ist auch mal, der spielt auch ab und zu ein bisschen Bücher. Kann ich euch sagen. Der spielt auch ein bisschen Bücher. Der ist auch einer, der mal slottet. Kein Witz.